Wenn Sie am Fuß eines Berges einen Stein aufheben und ihn aufmerksam betrachten, sind Ihre Chancen ziemlich groß, in dem kleinen Bruchstück den ganzen Berg wiederzuerkennen. Dass es farblich dem Herkunftsort gleicht, ist noch am wenigsten erstaunlich. Auch die Zusammensetzung ist logischerweise die gleiche. Dass aber auch die Form des Kleinen der Form des Großen ähnelt, ist so selbstverständlich nicht. Ist jedoch der Stein porös, dann hat der Berg wahrscheinlich Höhlen. Ist der Berg schroff und schartig, dann ist auch der Stein nicht glatt und rund. Einen guten Teil Ihrer sonntäglichen Wanderung zum Gipfel könnten Sie auch am Fuß des Berges im Sitzen hinter sich bringen. Nötig sind dazu nur Geduld und Einfühlungsvermögen. Eine Lupe ist hilfreich. Wenn Sie es vorziehen und erwachsen sind, sowie geistig und körperlich gesund, können Sie statt der Lupe auch einen Tritt nehmen. Es ist möglich, dass Sie dem Stein noch näher kommen. So oder so werden Sie feststellen, dass der Berg im Großen wiederholt, was der Stein im Kleinen zeigt. Das ist keineswegs etwas Besonderes in der Natur. Viele Organismen wachsen, indem sie ein relativ einfaches Grundmuster immerzu wiederholen. So kommt es, dass der Ast strukturiert ist wie der Zweig und der Zweig wie die Blattnerven. Nehmen wir ein anderes Beispiel. Nehmen wir einen Küstenstreifen. Egal welchen Maßstab wir wählen, wir werden immer mehr oder weniger das Gleiche sehen. Da mit jedem größeren Maßstab auch kleinere Ein- und Ausbuchtungen hervortreten, ist die wahre Länge des Küstenstreifens schwer anzugeben. Je genauer die Darstellung, desto länger wird die Küste. Da uns niemand hindern kann, extrem große Maßstäbe zu verwenden, ist die Küste im Prinzip unendlich lang. Das hat der Mathematiker Benoit Mandelbrot bewiesen. Diesem Zeitgenossen verdanken wir noch ein paar mehr aufregende Erkenntnisse über unser Thema. Vor 20 Jahren fand Herr Mandelbrot beim Spielen mit seinen Zahlen heraus, dass die bildliche Darstellung bestimmter Zahlen, die man durch rückgekoppelte Gleichungen findet, verblüffend natürliche Formen hervorbringt, die ebenfalls selbstähnlich sind. Bei jeder Vergrößerung tauchen die gleichen Formen auf wie in allen anderen Maßstäben. Weil Benoit Mandelbrot diesen Formen gebrochene Dimensionen zuordnete, nannte er sie Fraktale. Und ihm zu Ehren bezeichnet man heute die entsprechenden Zahlen als Mandelbrotmenge. Im Gegensatz zu den glatten euklidischen Idealkörpern wie Kugel und Würfel haben Fraktale unendlich raue Oberflächen und Ränder. Jede Vergrößerung zeigt neue Strukturen. In der Natur ist das der Regelfall. Ideale Körper kommen genauso wenig vor wie die Gerade. Im Rechner erreicht man diesen Vorgang, indem man das Ergebnis einer Rechenvorschrift immer wieder mit dieser Rechenvorschrift füttert. In der Natur ist es wohl ähnlich. Das Ergebnis eines Wachstumsprozesses wird immer wieder mit den gleichen Umweltbedingungen und Naturgesetzen konfrontiert, und so entsteht immer wieder Ähnliches, egal wie weit das Wachstum fortgeschritten ist. Die Natur ist oft selbstähnlich. Es wird sogar vom selbstähnlichen Universum gesprochen. Auf der atomaren Ebene ist das sofort einleuchtend. Alles, was wir kennen, setzt sich aus kleinen Teilchen zusammen, die sich überall an die gleichen Gesetze zu halten haben. Und überall fügen sich kleinste Teilchen zu kleinen Einheiten zusammen. Kleine Einheiten schließen sich zu größeren zusammen, diese zu großen und diese wiederum zu ganz großen, die wir dann Pflanze, Tier oder Mensch nennen. Dann gestehen wir ihnen Leben und im Einzelfall sogar Intelligenz zu. Aber wo ist der große Unterschied zwischen einem Menschen und einer Galaxis, wenn sie doch beide aus den gleichen Bausteinen bestehen? Was außer der Dimension unterscheidet ein Atom von einem Sonnensystem? Der Entwurf ist im Prinzip der gleiche. Wichtig ist dabei, dass mit jedem Schritt ein neues Ganzes entsteht. Das Atom ist eine eigenständige Einheit, aber das Molekül, zu dem sich mehrere Atome zusammenschließen, ist eine neue Einheit mit ganz anderen Qualitäten. So geht es weiter. Zellen, Organe, Menschen, Familien, Völker, Kontinente, Planeten, Sonnensysteme, Galaxien, Galaxiehaufen und das All. Jedes Mal ein neues Ganzes auf einer höheren Ebene. Auf einer höheren Ebene, weil jedes Mal etwas dazukommt, was aus dem Ganzen mehr macht als die Summe seiner Teile. Dennoch bleibt es sich ähnlich. Ein Atomkern, den man 10^11 Mal vergrößert, sieht genauso aus wie eine Galaxis, 10^-24 Mal verkleinert. Unseren Sinnen zugänglich ist nur der mittlere Bereich, in dem wir unsere Umwelt tatsächlich wahrnehmen, ohne Vergrößerungen und Verkleinerungen.
Das schöne Buch »Zehn hoch«, das ebenfalls bei 2001 erschienen ist, zeigt eine Reise durch die Dimensionen in 42 Bildern von 17 mal 17 Zentimetern, wobei jedes Bild das Zentrum des Vorangegangenen in zehnfacher Vergrößerung näher bringt. Am Anfang bedeuten die 17 Zentimeter Kantenlänge eine Strecke von 1 Milliarde Lichtjahre und wir sehen einen guten Teil des bekannten Raums. 3 Bilder weiter, 10 Millionen Lichtjahre, haben wir einen leuchtenden Punkt in der Mitte. Unsere Galaxis. 8 Seiten später bedeuten die 17 Zentimeter nur noch ein Zehntel Lichtjahr und wir haben wieder einen leuchtenden Mittelpunkt. Diesmal unsere Sonne. 6 Seiten danach, 1 Million Kilometer, ist der Punkt in der Mitte die Erde und leuchtet dementsprechend nicht. Nochmal 6 Sprünge weiter sind wir bei 1 Kilometer Kantenlänge und für unser Auge wird es wesentlich abwechslungsreicher, weil Dinge auftauchen, die zu sehen wir gewohnt sind. Häuser, Autos, Schiffe. Auf dem nächsten Bild erscheint in der Ferne ein kleiner Mensch, der schon 2 Schritte weiter, 1 Meter Kantenlänge, das Bild sprengt. Aber dann folgen auch nur noch 2 erkennbare Vergrößerungen und spätestens beim 3. Schritt, der insgesamt nur noch 1 Quadratmillimeter zeigt, ist unsere Sichtweise überfordert und wir stehen vor bizarren Landschaften, ohne uns selbst darin wiederzuerkennen. Nach den Landschaften folgt auch im Mikrobereich der Raum. Und beim 9. Zehnersprung unter dem Millimeter, Pikometer, haben wir noch einmal einen schönen Mittelpunkt. Diesmal den Atomkern. 10 hoch ist wirklich ein bemerkenswertes Buch und Sie finden darin alle Abbildungen, die Sie vielleicht zu diesem Text vermissen. Wir wollen aber im Moment nur festhalten, dass einzelne Bilder große Ähnlichkeiten mit anderen haben, obwohl sie in ganz unterschiedlichen Größenordnungen angesiedelt sind und deshalb ebenso Unterschiedliches zeigen. Dabei zeigen sie letztlich alle das Gleiche, nämlich einen Menschen auf einer Wiese, der schon beim ersten Bild im Zentrum ist, allerdings so klein, dass man ihn erst viel später bemerkt. Wenn man ihn schließlich beim letzten Bild schon fast wieder vergessen hat, müsste man sich ihn als Raum vorstellen, der das Bild umgibt. Einen guten Teil unserer realen Galaxis würde er jedenfalls füllen, wollte man ihn im Maßstab der letzten Abbildung darstellen. Und immer wieder ist er sich selbst dabei ähnlich. Daher der Begriff Selbstähnlichkeit. Aber eigentlich geht es viel weiter. Eigentlich müsste man von weitgehender Identität sprechen. Natürlich bezieht sich der Begriff der Selbstähnlichkeit auf rein äußerliche Ähnlichkeit. Die inneren Ähnlichkeiten bleiben der herkömmlichen Forschung verborgen. Allein die Frage danach dürfte bei vielen unserer Wissenschaftler nichts als ein mitleidig spöttisches Grinsen hervorrufen. Dabei liegt der Schluss, dass äußerlich Ähnliches auch innerlich ähnlich ist, genauso nahe wie der gegenteilige Schluss. Die Vorstellung, dass auch größere kosmische Einheiten als der Mensch denken und fühlen können, ist keinesfalls dümmer als die landläufig verbreitete, dass die Sonne nur ein Gasball ist. Taub und dumm. Unter dem Mikroskop ist der Mensch nur ein Fleischklumpen. Wissenschaftlich bewiesen ist weder, dass der Mensch eine Seele hat, noch dass die Erde keine hat. Wir wissen nicht, was die Atome dazu bringt, sich zu Elfriede zusammenzuballen. Aber das Resultat ermöglicht es Elfriede, sich einigermaßen intelligent zu verhalten. Wir wissen auch nicht, was die Sonnen dazu bringt, sich zu einer Galaxis zusammenzuballen. Wissen wir, ob das sinnvoll ist? Und wenn es bei uns sinnvoll ist, warum sollte es dort sinnlos sein? Die Ähnlichkeit geht über das Physische hinaus. Was nicht darüber hinausgeht, ist die moderne Forschung. Alles Leben, wie wir es kennen, ist zusammengesetztes Leben. Der Mensch, um ein naheliegendes und beliebtes Beispiel zu nennen, ist ein Zusammenschluss von 10 Millionen Zellen. Aber jede dieser Zellen hat ihr eigenes Leben, ihren eigenen Existenzkampf. Und jede dieser Zellen produziert ihre eigenen Nachfolger. Und außerdem besteht jede dieser Zellen wiederum aus lebendigen Bausteinen. Vor allen Dingen Enzyme, Proteine und Nukleinsäuren schaffen fleißig im Inneren der Zelle in unterschiedlichen und genau definierten Aufgabenbereichen. Dabei vollbringen sie erstaunliche Leistungen, und zwar so perfekt, dass wir es im Allgemeinen gar nicht zur Kenntnis nehmen. Wir essen einfach ein saftiges Steak und freuen uns über die frische Kraft, die wir spüren. Für die Enzyme ist das voller Arbeitseinsatz. Natürlich bestehen auch Enzyme aus Bausteinen. Und zwar aus Molekülen, zu denen sich ihrerseits ein paar Atome zusammengefunden haben. Und dass ein Atom ähnlich aufgebaut ist wie ein Sonnensystem, hatten wir bereits.
Selbst der Atomkern besteht aus Bausteinen, die sinnigerweise Quarks genannt werden. Irgendwann werden wir erkennen, woraus Quarks bestehen. Trotzdem werden wir der Frage nach Grund und Ursprung des Lebens höchstens graduell näher gekommen sein. Die Kraft, die dafür sorgt, dass sich 10 Billionen Zellen unter einem Dach zusammenfinden, das dann Otto genannt wird, haben wir genauso wenig entdeckt wie die Kraft, die eine ähnlich beachtliche Menge Moleküle zusammenbringt, die sich wie eine Zelle verhalten. Aber es ist nicht unwahrscheinlich, dass es die gleiche Kraft ist. Und wer sagt den Quarks, wie man eine Bande bildet, einen Haufen Elektronen um sich schart und sich hinterher Kohlenstoffatom nennen darf? Ist es der gleiche Befehl, der die Sonnen zusammenhält, damit sie Galaxien bilden? Obwohl aber das Verhaltensmuster ähnlich ist, vom kleinsten bis zum größten, nennen wir nur das lebendig, was sich halbwegs in der unseren Sinnen vertrauten Größenordnung bewegt. Das zu große und zu kleine wird als unbeseelt betrachtet. Wie aber kann ein Atom tot sein, wenn mehrere Atome zusammen lebendig sind? Wenn das Leben nicht schon in den Atomen ist, drängt sich doch die Frage auf, wann, wie und aus welchem Grunde es plötzlich auftaucht. Es gibt einen relativ einfachen Versuch. In einem Glasballon werden einfache Gase, die überall im Weltall vorhanden sind, zum Beispiel Wasserstoff, Sauerstoff, Ammoniak und Methan, ultraviolettem Licht ausgesetzt oder mit Zündfunken gereizt. Sehr schnell tönt sich das anfangs transparente Gemisch und es setzt sich mehr und mehr teerähnliche Substanz ab, die reich an organischen Substanzen ist und schon die Bausteine für Proteine und Nukleinsäuren vorweist. Wie kam das Leben in den Kolben, wenn nicht mit den Gasen? Und wie kommt das Leben in den Menschen, wenn nicht mit Luft, Wasser und Nahrung? Wir nennen tot, was wir zu uns nehmen und tot, was wir ausscheiden. Nur dazwischen nennen wir es lebendig. Es ist doch absurd, dass ein Kohlenstoffatom eine Ewigkeit tot sein soll, in uns kurz zum Leben erwacht, um danach eine weitere Ewigkeit tot zu sein. Das Kohlenstoffatom verhält sich die ganze Zeit wie ein Kohlenstoffatom, und wenn Sie glauben, dass das gar nichts ist, dann irren Sie sich. Es ist eine beachtliche Leistung, durchaus vergleichbar mit der, ein Mensch zu sein. Vergleichbar insofern, als beide das ihre tun und keiner es sich ausgesucht hat. Schließlich ist es nicht unsere Leistung, wenn wir ein starkes Herz und gute Augen haben. Und wahrscheinlich gibt es auch unter den Kohlenstoffatomen starke und schwache, dumme und schlaue, Leithammel und Mitläufer. Wir können überhaupt nicht beurteilen, ob ein Atomkern mit seiner Elektronenwolke genauso viel Stress hat wie eine Mutter mit ihren Balgen. Wir ziehen eine Grenze, weil wir zu dumm sind, darüber hinauszuschauen. Alles ist sich ähnlich. Alles ist in Kreisen. Und alles ist eins. Schon ein Wasserstoffatom ist eine Erscheinungsform des Lebens, und zwar unseres Lebens. Auch wenn wir kaum eine Vorstellung vom Leben eines Wasserstoffatoms haben, eines wissen wir genau. Unsere Existenz basiert auf der Seinen. Tatsächlich sind wir eine erstaunliche Menge dieser Atome und noch ein paar andere mehr. Es scheint die Lieblingsbeschäftigung des Lebens zu sein, aus immer komplexeren Bausteinen immer komplexere Organismen wachsen zu lassen. Und wenn es schon unwahrscheinlich ist, dass das Leben selbst erst in der 5. oder 8. Station zusteigt, so ist es erst recht auszuschließen, dass es später wieder abspringt. Auch noch komplexere Organismen als der Mensch sind lebendig. Aber wir müssen sie erstmal als Organismen erkennen oder, besser gesagt, wiedererkennen. Andere Kulturen haben es nicht vergessen, aber wir müssen es noch einmal lernen. Die Erde lebt. Wir laufen auf einem quietschlebendigen Organismus herum. Das ist für einen Mitteleuropäer an der Schwelle zum nächsten Jahrtausend eine so ungewohnte Vorstellung, dass die meisten von uns das als albernen Quatsch abtun, bevor sie überhaupt darüber nachzudenken bereit sind. Dabei ist es viel größerer Quatsch, sich den Planeten leblos vorzustellen, wo das Leben doch aus allen seinen Ritzen sprudelt. Allein unsere Existenz ist doch schon ein einleuchtender Hinweis auf die Lebendigkeit, zumindest unseres Planeten. Wie kann etwas Totes derart lebendige Geschöpfe hervorbringen? Aber jetzt, wo wir verstanden haben, dass komplexe Organismen immer zusammengesetzte Organismen sind, können wir vielleicht das wundervolle Wesen Erde klarer sehen. In der Hierarchie des Lebens steht Mutter Erde so weit über uns, wie wir über unseren weißen Blutkörperchen stehen. Und wenn wir sehen, dass die Blutkörperchen gut für uns sind,
Sollten wir davon ausgehen, dass wir ebenfalls eine Funktion in diesem größeren Organismus haben, wie wahrscheinlich jede andere Art auch. Wenn im Körper des Menschen zahlreiche Mini-Organismen absterben, weil andere sich über die Maßen ausbreiten, nennen wir das Krankheit. Vielleicht sind wir für die Erde eine Krankheit. Viren sind auch nur deshalb so gefährlich, weil sie die meisten Zellen überlisten können. Sie sind sozusagen schlauer, was wir ja für uns auch gerne in Anspruch nehmen. Und rücksichtslos sind Viren auch. Stört sie nicht, dass sie den Körper vernichten, in dem sie leben. Es reicht ihnen, dass immer ein paar übrig bleiben und ein neues Opfer finden. Wir Menschen spähen doch ebenso in den Weltraum, um neue Opfer zu finden, wenn wir unseren Heimatplaneten erstmal fertig gemacht und unsere Lebensgrundlage zerstört haben. Sinnigerweise, um damit das lästige Thema Krankheit abzuschließen, ist einer der Hauptgründe für das schädliche Verhalten des modernen Menschen genau darin zu suchen, dass er vergessen hat, dass er ein Teil eines lebendigen Organismus ist. Beschäftigen wir uns noch ein wenig mit dem wiedergefundenen Bild der Erde, damit wir es nicht so schnell noch einmal vergessen. Es war allerdings früher einfacher zu begreifen, als die Erde noch fast überall ihren schönen Pelz hatte. Natürlich ist Großstadtpflaster nicht so lebendig wie Wiesen und Wälder, aber wenn wir es nicht ständig sauber halten, wächst relativ schnell Gras darüber. Und in ein paar tausend Jahren ist es nur noch eine auffällige Schicht bei eventuellen Ausgrabungen. Ein paar tausend Jahre sind gar nichts für die Erde. Und der nackte Felsen, der blanke Stein, aus dem ja das Großstadtpflaster gemacht ist, wo zeigt der sein Leben? Ein Stein ist so ziemlich das Toteste in der Vorstellung unserer Zeitgenossen, und leider ist das auch eine weit verbreitete Vorstellung von der Erde. Ein großer Stein. Weit gefehlt. Der Felsen ist allenfalls die Haut der Erde, und darunter sieht es völlig anders aus. Genau wie bei Ihnen. Genau wie bei Ihnen geht es auch erst unter der Haut richtig ab. Und genau wie bei Ihnen hat die Haut vor allem die Aufgabe, das Innere zu schützen und zu halten. Wenn Sie sich ein Stückchen Haut oder gar Fingernagel abschneiden und es dann unter der Lupe betrachten, sehen Sie dann, wie lebendig Sie sind. Die Idee vom toten Stein beruht gewiss auf seiner Bewegungslosigkeit. Aber bewegungslos ist er nur für unsere Wahrnehmung. Sowohl im Kleineren als auch im Größeren als dem gewohnten Maßstab bewegt er sich. Im Kleineren genau wie wir. Glauben Sie nicht, dass die Elektronen im Stein ruhig in der Ecke liegen. Genau wie bei uns ist seine Form das Resultat einer unbekannten Kraft, die ein unvorstellbares Gewusel in einen bestimmten Rahmen zwingt. Um den gewohnten Maßstab nach oben zu sprengen, müssten wir einfach ein paar hunderttausend Jahre vor ihm liegen bleiben. Dann würden wir sehen, wie er sich bewegt. Der Stein, der Felsen, der Berg oder der Kontinent. Und es ist nicht so, dass andere Kräfte die starre Masse hin und her schieben. Nein, der Stein bewegt sich in sich. Jeder Stein und jederzeit. Jetzt gerade. Genau vor Ihrer Tür. Aber Sie haben ja keine hunderttausend Jahre Zeit, um es sich anzuschauen. Im Prinzip sind seine Bewegungen wie die des Wassers. Nur, dass er vielleicht 1 Million Jahre braucht, wo das Wasser einmal schwapp macht. Aber was sind 1 Million Jahre für ein Wesen, für das die gesamte Geschichte der Menschheit kaum mehr als eine Blähung ist? Fest steht, dass kein Stein auf dem gleichen bleibt, wenn man über längere Zeiträume beobachtet. Auch die Zellen ihrer Haut erneuern sich ständig. Und gerade da zeigt sich das Leben der Haut. Dass unsere Haut durchblutet ist, verdanken wir dem Leben in uns. Dass der Berg ganz ähnlich von Wasseradern durchzogen ist, hat für die meisten von uns nichts damit zu tun. Dabei ist gerade der Kreislauf eine auffällige Gemeinsamkeit von Mensch und Planet. Natürlich hat die Erde auch so etwas wie ein Herz, aber wie bei uns liegt das tief drinnen und wir haben es noch nicht zur Kenntnis genommen. Hände, Füße, Augen und einen Mund zum Sprechen hat die Erde dagegen offensichtlich nicht. Und darum fällt es uns besonders schwer, sie als Wesen zu erkennen. Aber was wissen wir schon über ein Leben in einer höheren Dimension? Das Fliegenauge besteht aus Hunderten von Einzelaugen. Vielleicht sind wir ja die Augen der Erde. Und dass wir frei herumlaufen können, ist eine weitere Verbesserung in der evolutionären Entwicklung der Sicht. Die Fliege wäre auf jeden Fall noch schwieriger zu fangen, wenn ihre einzelnen Augen auch mal nach hinten wandern könnten. Aber es ist genauso gut möglich, dass die Erde gar keine Augen braucht, weil sie ihre Informationen auf andere Weise empfängt. Dass sie Informationen empfängt, ist sonnenklar. Wie sie ihre Entscheidungen umsetzt, darüber wissen wir wenig. Die Indianer haben vorausgesagt, dass sie sich schüttelt, wenn ihre Geduld am Ende ist.
Nach der zunehmenden Zahl schwerer Erdbeben zu urteilen, ist es soweit. Und möglicherweise ist der sogenannte Treibhauseffekt einfach Fieber. Lassen wir das Spiel mit den Vergleichen, denen immer wieder eine Vorstellung vom Leben zugrunde liegt, die zu sehr am Menschenleben orientiert ist. Es geht ja auch nicht um die Frage, ob sich das Leben der Erde in Blähungen und Rülpsen äußert, sondern erstmal um die einfache Feststellung, dass sie lebt. Halten wir schlicht und ergreifend fest, dass kein Grund zu der Annahme vorliegt, sie sei weniger lebendig als wir selbst. Logisch ist, dass für den Mond das Gleiche gilt. Und für die Sonne, für ein Sonnensystem, eine Galaxis und für das ganze All. Der Raum ist ein großes Tier, lebendig bis in den hintersten Winkel. Und lebendig vor allem im Zwischenraum, der ihm den Namen gegeben hat. Wenn der Zwischenraum existenzieller Bestandteil unseres Lebens ist, muss man ihn dazu rechnen und begreifen, dass Leben auch dort ist, wo sonst gar nichts ist. Eine Vielzahl astronomischer Phänomene und Probleme erscheint plötzlich in völlig anderem Licht. Wir brauchen keinen Big Bang mehr, um die Ausdehnung des Kosmos zu erklären, sondern nur noch einen Atemzug. Statt unsichtbarer Gummibänder, Stringtheorie, haben wir die Lebenslust. Und die jüngste Entdeckung, dass die Gesamtheit der Galaxien eine kokonähnliche Struktur zeigt, entlockte uns nur ein müdes Lächeln. Was auch sonst. Ganz nebenbei hat der immer noch kalte, aber nun nicht mehr leere Raum seinen Schrecken für uns verloren, und wir beginnen uns so richtig heimelig und geborgen in ihm zu fühlen. Was er auch nicht anders verdient hat. Wieso sollten wir ihn weniger lieben als er uns? Beinahe hätten wir es übersehen. Wo Leben ist, ist auch Liebe. Der Raum ist voll davon. Das Lexikon definiert Intelligenz als Fähigkeit zu verstehen, Eignung, alle möglichen Arten von Problemen zu lösen. Wenn das so einfach ist, ist die gesamte Natur hochintelligent. Weder der Flügel eines Adlers noch das Herz eines Menschen sind besonders dumme Produkte. Gerade die Fähigkeit, alle möglichen Arten von Problemen zu lösen, zeichnet jedes Lebewesen aus. Schon das Moos. Genau wie der Mensch ist es das Resultat einer Reihe blendend gelöster Probleme. Die Intelligenz der Natur übertrifft überall spielend unsere intelligentesten Ingenieure. Die meisten sind wenigstens so schlau, bei der Natur abzugucken. Die Fähigkeit zu verstehen. Was ich alles nicht verstehe, ist auf jeden Fall weit mehr als das, was ich verstehe. Bin ich jetzt dumm? Und mein Hund versteht ohne jedes Wort, dass ich einen Spaziergang zu machen gedenke. Ist mein Hund intelligent? Wirft der Baum seine Blätter etwa nicht ab, weil er verstanden hat, was Schnee wiegt? Ein besseres Lexikon muss her. Nehmen wir die Brockhaus-Enzyklopädie von 1989, Band 10. Hier erfahren wir, dass das Wort vom lateinischen intelligere abgeleitet ist. Was so viel heißt wie verstehen, erkennen, eigentlich zwischen etwas wählen. Und zu unserem Entsetzen erfahren wir auch gleich im ersten Absatz, dass um die Erklärung dessen, was unter I-Punkt zu verstehen ist, die empirische Psychologie der letzten 90 Jahre sich nachdrücklich bemüht hat. Trotzdem konnte bisher noch keine Alg-Punkt anerkannte Definition für I-Punkt formuliert werden. Wenn es 90 Jahre lang nicht geklappt hat, ist ja vielleicht ganz interessant zu wissen, was die Intelligenz vor 100 Jahren über I-Punkt gedacht hat. Meyers Konversationslexikon von 1897 sagt in Band 9, Intelligenz, Verständnis, Einsicht, Erkenntnis, besonders eine solche, welche von der sinnlichen Wahrnehmung nicht unmittelbar abhängig oder auf sie beschränkt ist, also die verständige oder vernünftige Erkenntnis. Dann das Vermögen, eine solche Erkenntnis zu erwerben, endlich ein Wesen, welches mit diesem Vermögen begabt ist, also der Mensch im Gegensatz zum Tier. Wenn wir noch einige Zeilen weiterlesen, erfahren wir zu unserem Erstaunen, dass Intelligenz Blätter, periodisch erscheinende Blätter mit Geschäftsanzeigen, die schnell zur öffentlichen Kenntnis gebracht werden sollen, sind. Wir sehen, dass die Vorstellung von I-Punkt zeitgeistigen Einflüssen unterliegt. Meyers enzyklopädisches Lexikon von 1980 spricht nämlich in Band 12 ganz selbstverständlich von der Intelligenz der Tiere, bei denen I-Punkt im Sinne von einsichtigem Verhalten zu verstehen ist, zum Beispiel der spontane Einsatz körperfremder Gegenstände, Kisten,
Stöcke. Man hat also dazugelernt. Das sagt auch der nächste Absatz. Die I-Punkt hat sich als geistig-dynam-Punkt, soziales Element, erst mit dem aufklärerischen Fortschrittsglauben der bürgerlichen Gesellschaft entwickelt. Wer das geschrieben hat, gehört auf jeden Fall zu eben dieser Gesellschaft. Er hat insofern recht, als er erstmals von einer sozialen oder kollektiven Intelligenz spricht, im Gegensatz zur persönlichen. Aber er irrt, wenn er glaubt, dass Bürger nötig waren, um die zu entwickeln. Er irrt gewaltig. Die soziale Intelligenz ist vielleicht älter als die individuelle. Wenn wir auch noch eine Enzyklopädie aus den 70er Jahren zu Rate ziehen, Brockhaus Band 9, lernen wir wieder ein bisschen mehr. I-Punkt ist auch die I-Punkt-Träger als Gesellschaftsschicht. Und dazu gehören akademisch, literarisch und künstlerisch Gebildete. Das hat einer geschrieben, der sich für gebildet hielt. Und er hat eine dumpfe Ahnung des Zeitgeistes treffend formuliert. Wir wissen also nach der Lektüre von vier Lexika definitiv nur, dass keiner weiß, was Intelligenz ist, viele sich jedoch für intelligent halten. Früher hat man versucht, sie in sieben Primärfaktoren zu begreifen. Sprachgefühl, Rechnen etc. Heute versucht man es mit 120 Faktoren in dreidimensionalen Modellen. Ein qualitativer Unterschied ist das im Prinzip nicht. Interessant ist vielleicht noch, dass man mittlerweile nicht mehr nur individuelle und kollektive Intelligenz unterscheidet, sondern auch kulturbedingte und kristallisierte I-Punkt. Wortverständnis, Rechnen, allgemeines Wissen. Und biologische oder fluide I-Punkt. Induktives Denken, assoziatives Gedächtnis. Und es scheint, dass Anlage und Umwelt zu etwa gleichen Teilen die I-Punkt bedingen. Brockhaus von 1989. Es ist nicht einfach, nach Intelligenz im Weltraum oder in der Schule zu suchen, wenn man keine Ahnung hat, was man eigentlich sucht. Wir wissen das und die NASA müsste es eigentlich auch wissen. Aber weder die NASA noch wir werden die Suche deshalb aufgeben. Nur werden wir erstmal auf der Erde bleiben, um vielleicht doch noch ein wenig mehr über das Thema zu begreifen. Auch wenn es keine Alk-Punkt anerkannte Definition gibt, hat ja jeder von uns eine Vorstellung von I-Punkt. Geist, Wissen, Verständnis, Denken und Erkennen sind Begriffe, die in jeder Enzyklopädie unter dem Stichwort auftauchen. Dass Fantasie und Kreativität nicht dabei sind, zeigt vor allem, dass unsere Enzyklopädien noch immer Produkte der fortschrittsgläubigen bürgerlichen Gesellschaft sind. Und natürlich sind all das keine naturwissenschaftlichen Werte, sondern Samt- und Sonderswerte, die wir nur deshalb anerkennen, weil wir sie schlecht leugnen können. Die Naturwissenschaft versucht, der Intelligenz im Gehirn auf die Schliche zu kommen, hat aber außer Spuren ihrer Anwesenheit dort nichts gefunden. Das Hirn von Einstein ist nichts Außergewöhnliches. Und er selbst hat ja behauptet, dass wir höchstens 10% davon benutzen. Er auch. Das Hirn eines Neandertalers soll nicht kleiner gewesen sein als unseres. Entweder hat der nur mit 6 oder 7% gedacht, oder wir sind gar nicht intelligenter. Wer, glauben Sie, würde länger durchhalten? Ein durchschnittlicher Düsseldorfer in der Eiszeit oder ein durchschnittlicher Neandertaler in Düsseldorf? Es sieht so aus, als ob so oder so der weniger durchschnittliche die besseren Karten hat. Der intelligentere. Es sieht so aus, als ob die Intelligenz ein Lieblingskind der Evolution ist. Und es sieht so aus, als ob wir immer noch in der Anfangsphase der Entwicklung der Intelligenz stecken. Dabei macht die kollektive Intelligenz geradezu atemberaubende Fortschritte. Im Grunde durchläuft sie eine ähnlich drastisch ansteigende Kurve wie die Bevölkerungszahl. Vielleicht ist die eine Kurve sogar abhängig von der anderen. Das Gehirn ist zwar nicht größer geworden, wozu auch, wenn wir es kaum benutzen. Aber es gibt 6 Milliarden Hirne statt nur 1 Milliarde wie vor 100 Jahren. Noch wichtiger als die zunehmende Zahl ist die ständig wachsende Vernetzung zwischen diesen Hirnen. Für die kollektive Intelligenz ist die Vernetzung der Einzelhirne ähnlich entscheidend wie die Vernetzung der Neuronen für das Individuelle. Weltweit passiert gerade etwas, was der Entwicklung des Einzelhirns in einer frühen Phase entspricht. Verbindungen entstehen. Wichtige werden verstärkt und unwichtige vergessen. Dabei gibt es einen Rückkopplungseffekt, der im kollektiven Hirn noch deutlicher zum Tragen kommt als im Einzelnen. Je höher der augenblickliche Grad der Intelligenz, desto größer sind die Chancen, sich verbesserte Möglichkeiten zur Erweiterung derselben zu verschaffen. Global gesehen steht heute jedermann das gesamte Wissen der Menschheit zur Verfügung,
Und jeder neue Gedanke kann blitzschnell verbreitet werden. Obwohl die kollektive Intelligenz also boomt, wie wir sehen, wissen wir immer noch nicht, von was wir sprechen. Dafür wissen wir sehr gut, was wir wollen. Die einzigen sein, die es haben. Noch vor 100 Jahren wurde als entscheidender Unterschied zwischen Mensch und Tier das Fehlen der Intelligenz bei Letzterem angeführt. Und noch heute suchen wir, wenn wir nach Intelligenz suchen, nach menschlicher. Entschlossen wird Verhalten, das nicht dumm ist, als instinktiv abgetan oder als physikalischer Effekt erklärt oder meistens einfach nicht zur Kenntnis genommen. Dabei ist auch das ach so intelligente Verhalten des Menschen oft genug von meist noch niedrigen Instinkten geprägt. Wenn wir uns wertfrei und offen nach Anzeichen von Intelligenz umschauen, stoßen wir überall in unserem Umfeld darauf. Delfine gehören zwar nicht zu jedermanns näherem Umfeld, aber wir beginnen trotzdem mit ihnen, weil ihre Intelligenz ganz außerordentlich groß sein soll. Ihr Gehirn zumindest war vor 25 Millionen Jahren so weit entwickelt wie unseres heute und hat seitdem noch zugelegt. Delfine und Wale besitzen einen Hirnbereich mehr als wir. Wozu der gut ist, weiß man natürlich noch weniger als irgendetwas über die Bereiche, die auch wir besitzen. Aber alle Forscher sind zutiefst beeindruckt von der Fähigkeit dieser Säugetiere, neue Aufgaben zu verstehen und zu lösen, von ihrem Bestreben, mit uns zu kommunizieren und nicht zuletzt von der Verständigung dieser Tiere untereinander. Versuchen Sie sich einmal vorzustellen, dass der Mensch ein Wesen ohne Hände wäre, die Sprache nicht nötig hätte, um sich mit seinesgleichen zu unterhalten und geradezu schwerelos durch die Luft gleiten würde. Natürlich hätten wir das Auto nicht erfunden. Wozu auch? Und die Bibliothek von Alexandria hätten wir weder aufgebaut noch verbrannt. Wir würden völlig anders denken. So sind die Delfine. Sie haben völlig andere Interessen als wir, deshalb fällt es uns so schwer zu begreifen, dass sie nicht dumm sind. Dass Menschenaffen einen Stock nehmen, um eine Frucht heranzuangeln, dass Hunde lernen, auf bestimmte Kommandos richtig zu reagieren, dass Elefanten einen Menschen nach Jahrzehnten wiedererkennen, dass eine Katze das Jagen von der Mutter beigebracht kriegt, dass eine Brieftaube so sicher ankommt wie die normale Post und dass Eichhörnchen Nüsse vergraben, wenn es auf Winter zugeht. Das und vieles mehr ist doch alles andere als dumm. Und wenn es nicht dumm ist, dann sollten wir uns nicht länger scheuen, es schlau zu nennen. Stellen Sie sich vor, ein Knabe wird im Allgäu geboren und dann durch die Wirren der Zeit quer durch ganz Europa bis ins hinterste Sibirien verschlagen. Gegen Ende der Pubertät begreift er, dass sein Mädel aus dem Allgäu sein soll und macht sich auf den Weg dorthin. Ganz allein, ohne Landkarte, ohne fremde Hilfe und ohne Verkehrsmittel. Wenn der junge Mann in der Heimat ankommen sollte, wird man dort die Hände über dem Kopf zusammenschlagen vor Bewunderung über diese Leistung. Für einen jungen Lachs ist so etwas ganz selbstverständlich. Genug der Beispiele aus der Tierwelt. Steigen wir eine Stufe tiefer und betrachten die Blümchen. Viele klappen Blüten und Blätter auf und zu. Manche können Fliegen fangen. Etliche haben sich Stacheln zugelegt, um nicht wie ein belegtes Brötchen in der Wüste rumzustehen. Und alle haben das Sexproblem gelöst, obwohl sie ja nicht einfach aufeinander zulaufen und sich in die Äste fallen können. Gerade die Fähigkeit, extreme Probleme gut gelöst zu haben, fällt doch bei der Pflanze ins Auge. Glauben Sie, dass es einfach für einen Kaktus war, die Wüste zu besiedeln? Aber da steht er, mächtig und stolz, und 2 Jahre ohne Regen stören ihn genauso wenig wie die mörderische Hitze am Tag oder die Schweinekälte in der Nacht. Was glauben Sie, wie viele Bäume zusammengebrochen sind, als es plötzlich zu schneien begann, bis ihre Nachfolger den Trick drauf hatten, die Blätter direkt wegzuschmeißen, wenn es kalt wurde? Außerdem mögen Pflanzen Musik und können zwischen schlechten Menschen und guten unterscheiden. Ist Ihnen schon mal aufgefallen, dass die meisten Pflanzen Hindernissen geschickt ausweichen? Kaum eine Pflanze mag ihre Blätter gegen Mauern scheuern. Das bedeutet doch, dass sie sich entscheidet, hierhin zu wachsen und nicht dorthin. Die Fähigkeit, sich zu entscheiden, war das erste Kriterium der Intelligenz. Zwischen etwas wählen, intelligere. Wenn wir noch eine Stufe tiefer gehen, auf die Stufe von Viren, Bakterien und Einzellern, stehen wir vor dem gleichen Phänomen. Alle diese Kleinstlebewesen verhalten sich in ihrem täglichen Überlebenskampf ausgesprochen pfiffig, und es gehört schon eine gewisse Arroganz dazu, diesem Verhalten die Intelligenz abzusprechen. Dumm ist es auf keinen Fall. Aber selbst wenn wir noch eine Stufe hinabschreiten, zur totgesagten, reinen Materie,
finden wir Belege beispielhafter Intelligenz. Wenn der Fluss nicht in Mäandern laufen würde, könnte er die Landschaft kaum genießen. Im Gegenteil, er würde sie mit sich reißen und in schnurgeraden Kanälen mit unglaublicher Geschwindigkeit ins Meer schießen. Aber er zieht es vor, sich mit der Landschaft aufs Innige zu vereinen, selbst wenn Sie das nicht Intelligenz oder freie Entscheidung nennen wollen. Physikalische Gesetzmäßigkeit ist es nicht. Das Wasser scheint sich geradezu einen Spaß daraus zu machen, die Physik ad absurdum zu führen. Es dehnt zum Beispiel sein Volumen aus, wenn es kälter wird, was gegen alle Regeln ist. Aber dieser kleine Scherz des Wassers macht unser Leben auf der Erde überhaupt erst möglich. Wäre es anders, würden die Ozeane von unten zufrieren. Und wieso sprudelt Wasser aus Quellen im Hochgebirge? Würde es nur der Schwerkraft gehorchen, hätte es dort genauso wenig zu suchen wie das Blut, das uns manchmal aus der Nase rinnt und uns ohne unseren Kreislauf die Füße platzen lassen würde. Auch kosmisch gesehen ist es lächerlich zu behaupten, dass Galaxienhaufen wegen kleiner Unregelmäßigkeiten in den ersten Momenten des Big Bang zusammenkommen. Wahrscheinlich kommen sie zusammen, weil es geselliger ist. Genau wie auch Sonnensysteme gern beieinander sind. Und das Sonnensystem selbst ist ja schon eine kleine Geselligkeit. Genau wie auch wir in der Familie, im Stamm oder im Volk zusammengehören. Genau wie wir uns sonntags in der Messe treffen. Wenn ein Haufen Menschen sich zusammenballt, erwartet jeder, dass das seinen guten Grund hat. Wenn wir einen Haufen Galaxien sehen, erklären wir das mit kleinen Unregelmäßigkeiten. Weil wir es so erklären wollen. Warum beschreiben wir den Menschen und die Natur, die ihn hervorgebracht hat, mit verschiedenen Maßstäben? Hat es irgendeinen Sinn? Beim Menschen sehen wir, dass sich vieles dem kalten, sachlichen Forscherblick verschließt. In der restlichen Natur behaupten wir, dass da nichts ist. Dabei ist doch viel naheliegender, dass wir es nur genauso wenig sehen wie bei uns. Man kann nicht oft genug wiederholen, dass diese Sichtweise noch gar nicht so alt ist. Unsere Vorfahren haben noch den Geist in den Dingen gesehen und in jeder Pflanze und jedem Tier. Auch dem Kleinsten. Selbst die Bibel spricht davon, dass am Anfang der Geist über dem Wasser schwebte. Der Geist war vor uns da, aber wir tun so, als hätten wir ihn erfunden. Der Wahrheit näher kamen die Indianer, wenn sie den Geist eines Baumes um Verzeihung und Verständnis baten, bevor sie ihn fällten. Auf jeden Fall hat das verhindert, dass sich eine so schwachsinnige Vorstellung verbreiten konnte wie die, dass ein Baum nicht begreift, was um ihn herum vorgeht. Wir müssen wieder auf den Boden der Tatsachen zurückkommen und uns klarmachen, dass Geist in allem steckt, im Großen wie im Kleinen. Und wenn wir nun statt Geist wieder Intelligenz sagen, stehen wir vor einem hochintelligenten Kosmos, den wir mit dem gegebenen Respekt zu behandeln haben. Schließlich verdanken wir unser Leben seiner Weisheit. Nun ist es also aus mit der Arroganz. Wir sind nicht allein, ganz und gar nicht. Leben und Intelligenz erfüllen den Raum bis in den letzten Winkel. Sie sind seine Existenzgrundlage und sie halten ihn zusammen. Das Universum ist ein Lebensprozess. Das soll nun nicht heißen, dass jede Wolke die intellektuellen Fähigkeiten Schopenhauers hätte. Aber auch Schopenhauers Achselschweiß löst keine Rechenaufgaben und gehört trotzdem zu einem intelligenten System. Eigentlich müssten es gerade die Astrophysiker längst begriffen haben. Benutzen sie doch immer häufiger Begriffe aus dem Bereich der Biologie, um die Vorgänge um uns herum zu beschreiben. Geburt, Tod, Evolution und Stoffwechsel sind noch die sachlichsten davon. Aber es lauern da auch große Galaxien auf kleine, um sie zu verschlingen oder gar sich einzuverleiben. Oft genug wird die Nahrung knapp und manchmal kommt es zum Kollaps. Die Wissenschaftler sagen natürlich, dass das nur Bilder sind. Aber wieso sind gerade das die treffenden Bilder? Weil sie den Tatbestand beschreiben, wie er ist. Eine ganze Reihe kosmischer Phänomene, die zurzeit mit meist schwer verständlichen und in keiner Weise vorstellbaren Theorien in den Rahmen reiner Physik gezwängt werden, entpuppen sich als schlichte Selbstverständlichkeit. Der Raum dehnt sich aus. Na wunderbar. Alles Leben pulsiert. Soll da der Kosmos weniger sein? Er wird sich schon wieder zusammenziehen. Unser Eins dehnt sich sogar mit jedem Atemzug aus. Da kommt niemand auf die Idee, dass wir uns von Null ausdehnen, um dann wieder auf Null zusammenzuschrumpfen. Nicht normal wäre, wenn das Universum statisch wäre, wenn es nicht schwingen würde. Seine Schwingung
Um Worte wie Puls oder Atemzug mal zu vermeiden, kann leicht ein paar Millionen Jahre Rhythmus haben. Gerade dass es schwingt, beruhigt uns, ist es doch ein Lebenszeichen. Die Erde schwingt auch, muss schwingen. Und die Herren Astrophysiker mögen es bitte nachmessen, falls sie es noch nicht getan haben. Allerdings muss ihr augenblicklicher Rhythmus nicht unbedingt der angemessene und ihr genehme sein. Die Erde ist zurzeit erregt. Auf dem Mond hat man Spiegel aufgestellt und mit Hilfe von Laserstrahlen festgestellt, dass auch er schwingt. Und zwar um etwa 3 Meter in rund 3 Jahren. Die offizielle Erklärung ist ein Meteoriteneinschlag vor 1000 Jahren, der den Mond heute noch nachzittern lässt. Bei Jupiter hat man kürzlich einen ähnlichen Effekt vorausgesagt, aber zur großen Überraschung der Experten hat Jupiter den Einschlag des Kometen Levi-Shomiker weggesteckt wie nix. Trotzdem schwingt auch Jupiter, genau wie Venus, Mars und all die anderen Himmelskörper, und zwar mit Kometentreffer oder ohne. Die simple Wahrheit ist, dass alles schwingt. Die viel bejubelte Hintergrundstrahlung, die jüngst mit Satellitenhilfe entdeckt wurde, gilt als letzter Beweis für den Big Bang, weil sie beweist, dass der Raum nicht absolut kalt ist, sondern eine geringe, aber doch messbare Grundtemperatur hat. Es heißt, dass das die Resthitze vom einstigen Feuerball ist. Für uns ist es ein weiteres Lebenszeichen. Unsere Körpertemperatur ist doch auch eins und nicht der Rest von der Reibungswärme beim Zeugungsakt. Und dann die dunkle Materie. Da weder das Verhalten der Galaxien noch das des Gesamtraums mit den Formeln des gültigen Kosmosmodells in Übereinstimmung gebracht werden konnten, die Formeln aber an sich sehr hübsch zusammenpassen, musste die schwarze Masse her. Das Modell ist jetzt in Ordnung, aber im Raum ist der Bär los. Angeblich, so heißt es neuerdings, besteht der Raum zu 99% aus Materie, die wir weder sehen noch fühlen noch beschreiben können, die weder strahlt noch magnetisiert noch mit unserer Materie zusammenprallt. Sie besteht weder aus Protonen und Neutronen, noch stört sie Funk und Fernsehen. Und da sie in keiner Weise sichtbar ist, hindert sie auch nicht unsere Sicht in den Raum. Aber alles, was die Menschheit bis vor maximal 20 Jahren kannte, ist plötzlich nur noch ein Hundertstel wert. Und der einzige Hinweis auf diese wirklich dunkle Materie ist der, dass der Raum sich nicht so verhält, wie er sich verhalten müsste, wenn er wirklich nur Physik wäre. Diese dunkle Masse erklärt ein kosmisches Phänomen, das man mit einem sehr einfachen Wort beschreiben kann. Zusammenhalt. Oder meinetwegen Sympathie. Die Galaxien halten zusammen und damit spotten sie der Fliehkraft. Lasst sie doch. Für uns ist es nur gut und außerdem ist es ein Zeichen für mehr als Leben. Für Lebenslust. Wenn man Sympathie als physikalische Größe anerkennt, braucht man die riesige dunkle Masse nicht mehr und wahrscheinlich auch keine Gluonen. Die hat auch noch niemand gesehen, aber sie erklären im Mikrokosmos, wieso die kleinen Quarks so schön zusammenhalten. Dabei ist es sowas Schönes wie Liebe. Viele abenteuerliche Theorien werden überflüssig, wenn man die Liebe auch kosmisch zulässt. Abenteuerliche Ideen vom Himmel wie vom Leben auf Erden. Der Liebe könnte es nur gut tun, wenn man sie als kosmische Kraft erkennen und Messinstrumente und Maßeinheiten dafür entwickeln würde. Der Heiratsschwindelei jedenfalls wäre damit auf Erden ein Ende bereitet. Und im Raum wäre wieder Platz für Raum. Bis uns das Gegenteil bewiesen wird, sollten wir auch Bewusstsein, Erinnerung und Fantasie als universelle Fähigkeiten ansehen. Wenn wir darauf warten, dass uns die Sorge der Venus über den Zustand der Erde naturwissenschaftlich nachgewiesen wird, können wir lange warten. Aber genauso unwahrscheinlich ist es, dass die Bewusstlosigkeit der Erde wirklich bewiesen wird. So gesehen ist es uns allein überlassen, auf welche Seite wir uns schlagen. Erstaunlich ist, wie geschlossen unsere Kultur die weniger lebenswerte Sichtweise bevorzugt. Noch erstaunlicher ist es, dass so wenige die Liebe der Erde einfach und direkt fühlen. Es ist unbegreiflich, dass es so wenige Verliebte gibt. Verliebte in das Schwarze des Himmels, in die Sonne, die Erde und in sich selbst. Verliebt in ihre DNS und die klitzekleinen Wasserstoffatome. Warum liebt hier keiner das Leben? Die Antwort ist grotesk. Man würde es ja lieben, wenn man es nur erkennen würde. Stellen Sie sich mal Ihre Jugend vor, wenn Sie Ihre Mutter mit so etwas Banalem wie beispielsweise einem Kohlensack verwechselt hätten. Fatal. So absurd ist dieser Vergleich nicht. Die Erde jedenfalls scheint der Mensch des Industriezeitalters mit einem Sack Kohlen zu verwechseln.
dass auch das fatale Folgen hat, beginnen wir gerade zu begreifen. Leider ist das erst der Anfang der Kalamitäten. Liebten wir das Leben, wäre uns das nie passiert. Der Liebende respektiert ja nicht erst, wenn er sich ausgerechnet hat, dass das für ihn vorteilhaft ist, sondern er respektiert von vornherein aus dem simplen Gefühl der Gemeinsamkeit. Für ihn ist das nichtsdestotrotz von Vorteil, weil er ein elementares Naturgesetz beachtet, das in unseren kosmologischen Vorstellungen verloren gegangen ist, obwohl es unser Leben offensichtlich regiert. Alles gedeiht, wo Liebe herrscht. Und ohne Liebe herrscht nur Trauer. Wer nicht sieht und fühlt, dass die Luft den Schmetterling liebt und die Erde den Maulwurf, der hat den Beruf verfehlt, egal welchen er ausübt. Sollte er jedoch ausgerechnet Astrophysiker geworden sein, dann kann er noch so große Fernrohre bauen. Da er das Wesen nicht erkennt, muss er in Wesentlichem irren. Jeder lieblose Blick in den Himmel ist ein verschwendeter Blick. Jeder respektlose Gedanke über das All sinnlos. Natürlich gilt das nicht nur nach oben, sondern genauso nach unten. Der Notwehrparagraf gibt jedem Menschen das selbstverständliche Recht, Schaden von der Erde abzuwenden, als Familienangehöriger ersten Grades. Und so wie wir manchmal wochenlang über ein Geburtstagsgeschenk für unsere liebe Mutter nachdenken, so sollten wir auch unsere Erfindungen darauf hin prüfen, ob sie zum Wohlgefallen unserer lieben Erde sind. Die Indianer haben das gemacht. Aus Ehrerbietung. So ist ihnen die Erkenntnis erspart geblieben, dass man sich andernfalls ins eigene Fleisch schneidet. Ihre Welt, unsere sogenannte neue Welt, strotzte vor Leben und Fülle, als der weiße Mann sie entdeckte. Dass sich das nach dessen Ankunft so unglaublich schnell änderte, ist weniger das Resultat bösen Willens, als vielmehr das seiner unfassbaren Ignoranz. Nicht Hass hat den Büffel ausgerottet, sondern Blindheit. Der weiße Mann hat seinen Verwandten, den Büffel, nicht erkannt und ihn mit einer Tontaube verwechselt. Nicht einmal seinen roten Bruder hat er erkannt. An dieser Ignoranz, dieser Unfähigkeit zu erkennen, hat sich bis heute nichts Grundlegendes geändert. Selbst wenn sich in aufgeklärten Kreisen langsam das Bewusstsein verbreitet, dass auch in schwarzer, gelber oder roter Haut Menschen stecken. Dass wir einen Chinesen heute meist nicht mehr mit einem Maulesel verwechseln, ist sicherlich ein Fortschritt, aber eben nur ein Schritt. Der Weg ist lang. Irgendwann werden wir alle wieder wissen, dass ein Fluss keine Kloake ist, sondern die Vene einer Geliebten. Irgendwann werden wir die Erde nicht mehr mit einem Selbstbedienungsladen verwechseln, sondern sie als unser eigenes Blut erkennen. Irgendwann wird uns die Ehrfurcht verbieten, einfach alles in den Kosmos hinauszufurzen, was uns gerade einfällt. Vielleicht werden eines Tages sogar die Astrophysiker erst beten und opfern, ehe sie eine Rakete auf die Venus jagen. Genauso gut ist es möglich, dass wir irgendwann die Venus erkannt haben und sie direkt verstehen und es gar nicht mehr nötig haben, Sonden hinaufzuschießen. Auch das ist längst nicht so absurd, wie es scheint. Jeder normale Mensch empfindet beim Anblick eines klaren Sternenhimmels Glücksgefühle. Wäre es ein Mensch, der dieses Gefühl auslöste, scheute sich niemand, von Liebe auf den ersten Blick zu sprechen. Wäre es ein Hund oder eine Katze, würden sie gekauft. Da es aber nur der Sternenhimmel ist, geht man zur Tagesordnung über und vergisst das Ganze. Dabei ist es durchaus bemerkenswert. Nicht jede Lichterkette berührt uns so. Warum ausgerechnet dieses ach so weit entfernte Gefunkel? Irgendetwas tief in uns fühlt sich da angesprochen. Bei den nordkolumbianischen Indianern gab es einen Einweihungsritus, der die einfachste Sache der Welt ist, aber trotzdem viel bewirkt. Man muss es nur tun. Der Junge, der ein Mann werden sollte, hatte zum Sonnenuntergang auf einen Berg zu steigen und dort bis zum Sonnenaufgang zu bleiben. Dabei musste er den Himmel beobachten, wo die Sonne untergegangen war, und sich gegen Mitternacht umdrehen und die andere Seite des Himmels betrachten. Das ist wirklich nicht viel verlangt, bewirkt aber eine Betrachtungsweise des Firmaments, die sich in zwei Punkten grundlegend von der uns gewohnten unterscheidet. Der junge Mann wird nicht aufgefordert, irgendwelche Sterne zu beobachten, sondern einen Himmelsabschnitt. Und dazu hat er fast unendlich viel Zeit. Es sei jedem dringend zu empfehlen, diese einfache Übung einmal zu machen. Für mich war das der Einstieg in die Astronomie, und ich habe seinerzeit auf dem Dach unseres Hauses gesessen, weil der nächste Berg ganz schön weit weg war. Achten Sie auf die Glücksgefühle, die dann und wann in Ihnen hochsteigen, wenn Sie da hinaufschauen.
Sie werden zugeben müssen, dass Ihre Empfindungen durchaus Liebe genannt werden können. Liebe aber ist ein Gefühl der Gegenseitigkeit. Wahre, das heißt spontane Liebe, wird immer erwidert. Ähnlich der Gravitation. Ohne Partner gibt es keine Liebe. Das bedeutet aber, dass eine Instanz tief in unserem Inneren immer noch weiß, dass der Raum ein liebender Partner ist. Gehen Sie diesen Gefühlen nach. Geben Sie sich hin. Verdrängen Sie sie nicht gleich wieder. Zeit haben Sie ja. Und das ist wichtig. Am besten ist, man vergisst sie für eine Weile. Wie wollen Sie sonst Kontakt zu jemandem bekommen, für den 100.000 Jahre wie ein Augenzwinkern sind? Deswegen haben sich alle Kulturen zu ihren spirituellen Reisen in Tanzschmerz oder Drogentrance versetzt. Ob Jahrmillionen wie ein Kopfschütteln sind oder ob die Zeit überhaupt nicht existiert, ist fast das Gleiche. Zumindest von unserer Warte aus. Und bei jedem Rendezvous ist es förderlich, in einem ähnlich entspannten Gemütszustand zu sein wie der jeweilige Partner. Wer die Zeit vergisst, kommt dem Raum näher. Auch eine interessante Raum-Zeit-Relation. Dass wir ihn, den Raum, sinnlich erfahren können, steht außer Frage. Geben Sie sich hin und Sie werden schwingen, wie die Saite einer Gitarre schwingt, wenn auf einem Klavier neben ihr der richtige Ton angeschlagen wird. Ein einfacher Resonanzeffekt wird Sie spüren lassen, dass Sie dazugehören. Der erste Schritt ist immer der wichtigste. Von diesem ersten freudigen Wiedererkennen führt ein direkter Weg zum Gefühl endloser Vertrautheit. Vertrauen ist aller Logik nach eine der ersten Empfindungen, die wir zu unserem All haben sollten, sind wir dafür doch maßgeschneidert. Deshalb ist Vertrauen auch ein vorzügliches Anzeichen für eine realistische Vorstellung vom Weltraum. Das Glücksgefühl, das Sie im besten Fall auf der nächtlichen Wiese durchströmt, bringt Sie der Wahrheit näher als ein Astro-Programm für Ihren Heimcomputer. Nehmen Sie es ernst. Es ist wichtig, gut und richtig und eine authentische Erkenntnisquelle. Vielleicht drehen auch Sie sich eines Nachts mit Glückstränen in den Augen um, vergraben Ihr Gesicht in der Erde und bedecken Sie mit Küssen. Dann sind Sie der Wahrheit schon wieder einen großen Schritt näher. Es gibt keine Grenzen, auch nicht zwischen Ihnen und der Wahrheit. Sie müssen nur darauf zugehen, und der erste Schritt ist einfach. Eigene Erfahrungen wiegen mehr als angelesene. Der Verliebte auf dem nächtlichen Hügel erkennt die gewaltige Realität. Statt eines Weltalls, in dem wir immer noch im Mittelpunkt stehen, obwohl wir lernen mussten, dass es sich um uns nicht dreht. Eine unendliche Ursuppe von Lebenslust, statt feinmechanischer Vorstellung von Uhrwerken und Gummibändern sowas wie Geilheit, statt allein gegen alles, mit allem vereint, in einem orgiastischen Miteinander. Liebe, Respekt und Verständnis sind alltäglich, allgemein und selbstverständlich. Natürlich empfinden wir für das geliebte Wesen, das uns hervorgebracht hat und erhält, Ähnliches wie ein Kleinkind für Mama. Wer wirklich begriffen hat, wo er lebt, hat den Kreis seiner Lieben gewaltig erweitert. Er liebt die Erde wie seine Mutter, den Mond wie seinen Bruder, Venus wie Großmama, die Sonne wie Papa und das All über alles. Und er fühlt sich, zu Recht, von allen Seiten wieder geliebt. Wenn er in den Himmel schaut, starrt er nicht nur die Sterne an, als Hoffnungsschimmer in der ansonsten feindlichen Leere bis in die Augen zucken. Nein, auch das Schwarze, den vielen Raum, betrachtet er mit Wohlgefallen. Es ist mehr. Es ist tiefes Glück, das er fühlt, und natürlich geht es ihm nicht nur nachts so. Damit es ihm nicht zu gut geht, fühlt er allerdings auch den Schmerz oft so, als vergewaltige man seine kleine Schwester. Ein Schuft, der das nicht zu verhindern trachtet. Ersten Grades ist die Verwandtschaft ganz bestimmt. Wir alle sind kosmische Wesen. Das Resultat einer wirklich langwierigen Entwicklungsarbeit, die man Evolution nennt. Wir sind genau zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Aber Zeit ist überall im All genug vergangen, und Ort ist der ganze Raum. Es ist absurd anzunehmen, dass anderswo weniger passiert. Zwar sind erst 4 Jahrhunderte vergangen, seit unsere Kultur widerwillig begreifen musste, dass sich nicht die ganze Welt um die Erde dreht. Aber nun wird es langsam Zeit, diese Erkenntnis tiefergehend zu verstehen, als nur als Rotationsphänomen. Überall in diesem Universum ist das Gleiche möglich wie hier, und überall ist die gleiche Notwendigkeit dazu gegeben. Leben und Intelligenz entwickeln sich im ganzen Raum, und zwar gemeinsam. Wenn man unbedingt Geld ausgeben will für dumme Fragen, könnte man ja mal untersuchen, ob das Leben die Intelligenz hervorbringt oder umgekehrt,
oder beide zusammengehören wie Schweißfuß und Fußschweiß. Dem, der gerade auf der Wiese liegt und liebend in den Himmel schaut, ist es wahrscheinlich völlig egal. Es gibt auch überflüssige Fragen. Es gibt überflüssige Fragen und es gibt sogar schamlose Fragen. Würden Sie vielleicht Ihre Mutter fragen, ob sie damals ein Kind haben wollte oder einen Kerl im Bett oder einen Hochzeitstermin? Wenn Sie Ihre Mama nur ein bisschen lieb haben, fragen Sie so etwas nie. Dann ist es auch gar nicht so wichtig, wer wann mit wem was angefangen hat. Viel wichtiger ist doch, dass Mama für Sie da ist. Kosmisch gesehen ist es ähnlich. Allein die Frage, ob wir vielleicht die einzigen Intelligenten sind in diesem Raum, ist eine maßlose Unverschämtheit. Diejenigen, die diese Frage heute stellen, beweisen die gleiche dumme Arroganz wie jene, die noch vor nicht einmal 200 Jahren behaupteten, dass die Weißen die einzigen Intelligenten auf der Erde sind. Es sind die gleichen, die so fragen, und es ist die gleiche Unkultur. Auch die Frage nach dem Ursprung des Ganzen zeugt von einem gewissen Größenwahn. Es ist der Versuch, etwas in eine Schublade zu zwängen, das jede Schublade sprengt. Und dahinter steht der Wunsch, sich über etwas zu erheben, über dem es nichts geben kann. Wir wollen etwas von oben herab erfassen, was wir allenfalls von unten herauf verstehen können. Wir versuchen es fern von uns zu begreifen und könnten es doch viel klarer in uns erkennen. Wenn manche Fragen schon schlimm sind, schlimmer sind die meisten Antworten, die uns gegeben werden. So unterschiedlich diese auch ausfallen mögen, haben sie doch alle ein paar Gemeinsamkeiten. Jeder, der eine Antwort zu wissen vorgibt, will sich über das Ganze erheben. Er strebt nach Macht. Und alle Antworten sind mythisch, weil eben doch keiner wirklich Ahnung hat. Die christliche Schöpfungsgeschichte ist genau wie jede andere, jeder anderen Kultur, und die Idee vom Urknall ist nicht weniger mythisch. Es war einmal. Vor 15 Milliarden Jahren. Erstaunlich ist nur, dass wir es diesmal nicht als mythische Verklärung durch einen Oberpriester sehen, sondern als wissenschaftliche Erklärung. Vielleicht äußert sich gerade im Nichtglauben die Religiosität der Aufklärung. Aber Glauben, dass man nicht glaubt, ist auch Glauben. Tatsächlich unterscheidet sich die Urknall-Story von all den vielen anderen Schöpfungsmythen vor allem dadurch, dass diesmal nicht erwähnt wird, welcher Gott die Idee hatte. Aber das sagt eigentlich weniger über die Schöpfung aus als über den Zeitgeist. Im Grunde ist der Versuch einer rein physikalischen Erklärung des Kosmos auch der Versuch, die Nichtexistenz Gottes zu beweisen. Würde man die begehrte Einheitsformel endlich finden, die den Kosmos im Großen wie im Kleinen beschreibt, wäre tatsächlich kein Platz mehr für Gott im Raum. Aber diese Formel müsste in der Mitte auch den Menschen mit erfassen. Oder sie bleibt unvollkommen. Da nun Gottes Existenz nie nachgewiesen werden kann, wird es auch nicht leicht sein, seine Abwesenheit zu beweisen. Je mehr Terrain die Wissenschaft erobert, desto mehr neue Fragen entdeckt sie. Und es sieht so aus, als ob die endgültige Antwort in immer weitere Ferne entschwindet. Johannes Kepler, der Erfinder der Astronomie, hat dazu etwas Treffendes bemerkt. Die Schätze des Himmels sind eben deshalb so unermesslich, damit dem menschlichen Geist niemals seine liebste Nahrung ausgeht. So gesehen wird Gott oder Nicht-Gott wohl noch tausende von Jahren eine Sache des Glaubens sein und nicht des Wissens. Solange es noch Fragen gibt, ist auch Platz für Gott im Raum, und Fragen wird es immer geben. Was sind 15 Milliarden Jahre? Wer hat zum Big Bang mach Bumm gesagt? Warum hat Gott Licht gewollt? Was war hier, bevor der Raum hier war? Wo war Gott, bevor er Himmel und Erde schuf? Wahrscheinlich ist es für den Gläubigen ein Vorteil, dass sich ihm die dümmsten Fragen von selbst verbieten. Ein Vorteil für die Welt, die ihn umgibt, ist der Respekt gegenüber der Schöpfung, den jeder Gott verlangt. Und dass der Glaube beruhigt, indem er viele Ängste nimmt, ist auch nicht zu verachten. Warum auch hier unsere Kultur die weniger vorteilhafte Sicht der Dinge wählt und den gottlosen Kosmos vorzieht, bleibt ein Rätsel. Für den Verliebten auf der Wiese ist es nicht so wichtig. Er respektiert sowieso, weil er liebt. Er muss nicht alles wissen, weil es ihm recht ist, wie es ist. Warum sollte er Angst haben, wo er gut aufgehoben ist? Er ist nicht nur beruhigt. Er ist ruhig.
In seinem Kosmos ist Raum genug. Auch für Gott. Und es läuft für ihn, so oder so, auf das Gleiche hinaus.